Hi, grüß dich. Ja, viele haben hier und da mal einen Kommentar geschrieben. Ja, Coco, wo wohnst du? Zeig uns mal deine Wohnung. Und ja, jetzt fahren wir ganz kurz dahin, machen eine Videoaufnahme für dich. Und du siehst, wo ich wohne, wo ich schlafe, wo ich von zu Hause aus trade, teilweise auch ein paar Trading-Videos aufnehme, wenn es spät am Abend ist und etwas Besonderes am Markt passiert für die Trading-Studenten. Also hier ist es, ja. Und ja, da werden noch ein paar Häuser gebaut, also sind alles Neubauten. Alle schöne Häuser, ich mag diesen Stil, dieses Neue, dieses Gefühl, als ob ich im Urlaub bin. Ja, wir können auch eine Runde hier machen. Die Fontäne sind zwar aus, aber ja gut, mit der Runde wird es auch schwer. Aber das kriegen wir so ein bisschen hin. Ja, also da wird es noch, wie gesagt, gebaut. Mein Haus ist natürlich schon fertig. Das Gute hier ist natürlich auch, du hast so Gemeinschaftsräume und ja, eine Sauna, Fitnessstudio, ein Kaminraum, ein Herrenzimmer, was man immer wieder einfach so mitnutzen kann. Für Termine ist ganz angenehm, wenn man nicht unbedingt die Leute zu Hause einladen will. Ja, dann kann man sich da gut mit denen treffen. So, dann fahren wir jetzt mal zum Parkplatz und wir sehen uns gleich in der Wohnung, würde ich sagen. Viele haben sich gefragt, wo ich wohne und haben auch einige Kommentare hinterlassen. Coco, zeig doch mal deine Bude. Und ja, deswegen zeige ich sie jetzt. Herzlich willkommen. Das ist meine Wohnung. So. Hier ist ein großer Flur, also die Wohnung zählt als ein Loft, hat aber trotzdem noch eigene abgeschlossene Zimmer. Dann haben wir hier das Schlafzimmer, das Hauptschlafzimmer sozusagen. Und ja, hier ein Fenster, was hier so ein bisschen verdeckt ist. Dann haben wir hier das Bad, klein aber fein. Ich muss aber ehrlich sagen, ich benutze eher das andere Bad, das Gästebad. So. Das ist das Gästebad. Und ja, ganz normal alles. Ich mache das sauber. Und ja, hier haben wir die Küche. Man merkt, ich mache solche Videos nicht jeden Tag. Viel lieber rede ich über Trading als über eine Wohnung. Aber ja, das hier ist die Küche. Das ist so eine Kochinsel. Tja, alles ganz normal. Ich habe auf Miele-Geräte geachtet, weil ich die Qualität liebe. Und sonst ist alles ganz normal auch hier. Hier ist Gästezimmer und Ankleidezimmer. Das hier kann man rausziehen. Und das Gute an diesem Zimmer ist halt, man geht hier raus. Und jetzt ist es laut, weil die hier noch die neuen Häuser zu Ende bauen. Wenn man hier rausgeht, dann hat man hier im Sommer die Sicht direkt auf die Fontäne und das ist richtig geil, auch richtig beruhigend. Ich mag das Wasser, ich mag diese Geräusche und ja, wenn das hier auch fertig ist, dann sieht das auch nicht so verbastelt aus. So, dann gehen wir weiter in mein Büro. Ja, erst kommt das Wohnzimmer hier. Ja, also alles so ein bisschen offen und ja, man kann auch man kann hier eigentlich auch um Kreis laufen, machen wir auch immer mit meiner Freundin. Ja, also immer hier im Kreis laufen. Erstmal noch mein Büro, also mein Lieblingsraum. Ja, hier habe ich so einen Kamin, so einen Gelkamin. Mein Nestec-Schreibtisch, den liebe ich. Ja, ich weiß, der ist viel zu groß für dieses kleine Zimmer, aber ich habe mir gedacht, ich will den haben und dann habe ich den ja auch geholt. Ja, also manchmal ist es auch so, wenn ich etwas haben will, dann muss ich es mir auch einfach holen. Ja? Und der Name hat mich auch überzeugt, Nestec. Ja? Und ja, auch wenn er nicht zur Geltung kommt, ich liebe ihn und hier ist der genau richtig. Gut, sonst als Highlight dieses Zimmers ist natürlich auch diese Wand da hinten. Wenn es nachts ist, ist das ganz angenehm, dann sind das diese New Yorker
Lichter da, so ein bisschen. Und das ist hier in der ganzen Anlage mit diesen Lichtern, mit diesen Leuchten oder Laternen oder wie die heißen. Und ja, das ist natürlich, gibt dem Ganzen so, also ich habe immer das Gefühl, dass ich hier in so einem Urlaubsresort bin, ja. Also irgendwie ist das alles auch so gemacht. Hier auch einer meiner Lieblingsplätze, einfach mal ein bisschen entspannen. Hier habe ich sozusagen meinen Tisch, ja, wo ich dann entweder was zu trinken habe oder meinen Laptop. Und dann setze ich mich hier so hin und beantworte E-Mails, Kommentare oder gucke auf die Märkte, je nachdem wie spät es ist. Ja, und das geht natürlich hier auch zum Entspannen. Also ich schlafe hier auch ab und zu, ja, wenn ich müde bin oder ich meditiere einfach hier auf diesem Stuhl. Also ist sehr bequem und das geht wirklich, wenn ich es jetzt ganz ausziehe, bis, also du kannst hier wirklich drauf liegen. Das machen wir jetzt nicht, es dauert auch ein bisschen. So, okay. Ja, das war es dann eigentlich schon. Oder habe ich was vergessen? Nee, das ist das Wohnzimmer. Ah, da haben wir noch eine Terrasse im Wohnzimmer aus. Die dann auch auf diese Wand. Ja, das war's auch schon. Ja. So, und ja, das ist sozusagen einmal dieser Kreis, der hier ist. Und hier in der Mitte ist halt nur dieser Kleiderschrank eingebaut. Dann ist da auch die Küche eingebaut und in der Mitte ist das Gäste-WC. Also ich glaube nicht, dass sie in der Mitte noch Platz verschenkt haben. Das sieht aber schon mega groß aus. Und ich werde dir jetzt noch einen Raum zeigen, wofür mich meine Freundin vielleicht umbringen würde. Und das ist unser Waschraum und Abstellraum. Und der sieht dann so ein bisschen chaotisch aus. Aber ich muss auch ehrlich sagen, meine Freundin ist diejenige, die, die alles ordentlich macht. Und ich bin derjenige, der hier immer alles reinschmeißt und macht und tut. Und ja, deswegen sieht es auch so aus. Also ich bin ehrlich gesagt nicht der Ordentlichste, was jetzt solche Sachen angeht. Ja, oder meinen Keller unten. Da schmeiße ich einfach rein und gehe weg, weil irgendwie belastet mich das. Ja, da immer diese Ordnung zu halten. Da schmeiße ich die Koffer hin zum Beispiel nach dem Urlaub oder wenn ich mal verreist bin und dann bam, einfach drauf. Ist halt so. Jeder hat so seine Macken, ne? Ja, das war's auch schon. Also, viel Spaß, mach's gut und bis dann. Ciao.